Nach der Besichtigung der äthiopischen Kirche kamen wir in eines der ältesten Stadtviertel Jerusalems außerhalb der Altstadt. Nach Mesche'arim, in eine andere Welt, eine Welt für sich. Mesche'arim wird hauptsächlich von ultraorthodoxen Juden bewohnt. Kein Radio, kein Fernseher, Wandzeitungen sorgen für Informationen. Smartphones haben aber auch hier Einzug gehalten. Gewöhnungsbedürftig die Kleiderordnung. Viele Wohnhäuser sind historische Gebäude und zeugen von der Geschichte des Viertels. Der deutsche Architekt Konrad Schick entwarf die Wohnsiedlung. 1874 begann der Bau. Eine Talmud-Hochschule, an der sich männliche Schüler dem Tora- und Talmud-Studium widmen. Bedrückend für uns waren der Schmutz und die Unordnung überall.